Ein wunderschönes Moin Moin, ich begrüße euch zu einem weiteren Elder Scrolls Online Video. Jetzt erstmal vorweg, dieses Video ist nicht für jeden geeignet. Solltet ihr selber Elder Scrolls sehr viel und aktiv spielen, findet ihr das hier wahrscheinlich nicht sehr interessant. Solltet ihr euch mit Elder Scrolls aber gar nicht auskennen oder noch nicht so richtig auskennen, auch was das PvP betrifft, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich werde hier ein paar Sachen erklären, allgemein was erzählen über das PvP-System, wie das hier in Destiny aussieht und so, in Elder Scrolls, wie das hier aussieht und so weiter. Aber wo ich gerade Destiny gesagt habe, ich habe nämlich auf meinem Kanal viele Abonnenten, die mich wegen Destiny abonniert haben. Einige von denen schauen jetzt aber auch meine Elder Scrolls-Videos ganz gern und fragen sich dann immer im PvP, wie das da überhaupt abläuft, weil sie es nicht so wirklich verstehen. Und ich bekomme bei meinen PvP-Videos sehr viele Kommentare. Ja, warum spielst du das PvP denn nicht mal live, so live kommentiert, so wie ich das auch in Destiny mache? Weil das hier in einem MMO einfach nicht so möglich ist. Wenn ich in Destiny weiß, ich möchte jetzt ein PvP-Video machen, dann gehe ich in die Spielersuche und spiele eine Runde PvP. Da sind dann Gegner drin und da ist Action. Hier in den MMO ist es was ganz anderes. Da das PvP-Gebiet an sich schon mal hier so riesig ist. Das ist das Gebiet, wo sich hier in Elder Scrolls das PvP abspielt. Und ich stehe hier unten jetzt an diesem Osttor. Und ihr seht, wie groß dieses Gebiet hier ist. Erstens wisst ihr ja gar nicht, wo ist jetzt hier Action. Zweitens kommt noch dazu, ich spiele im alten Miri-Dominion. Wir sind die Gelben. Und ihr seht hier auf der Map, wir haben alle Burgen eingenommen, alle Türme. Das heißt, hier ist echt gerade nicht so viel Action. So, und wenn das der Fall ist, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, als Altmeri-Spieler, wo finde ich jetzt die Gegner? Und hier seht ihr auf der Map zum Beispiel immer so Markierungen. Hier zum Beispiel so gekreuzte Schwerter. Da weiß ich also, da wird gekämpft. Das heißt, ich muss mich von hier unten nach hier oben erstmal hinbewegen, was auch schon mal länger dauern kann. Jetzt haben wir hier zwar alle Burgen, das heißt, ich kann mich auch hier hin teleportieren über so ein Transitsystem, das zeige ich euch gleich alles. Aber dann muss ich aber trotzdem erstmal von dieser Burg hier hinreiten und das sind dann auch schon wieder fast 5 Minuten oder so, die da vergehen werden, bis ich dann hier angekommen bin. Und dann weiß ich auch gar nicht, sind hier viele Gegner? Ist hier so viel Action, dass ich da vielleicht auch ein paar Kills machen kann oder nicht? Und sowas kannst du halt nicht planen. Also man kann da nicht einfach sagen, ich gehe jetzt ins PvP und nehme ein PvP-Video auf, live, weil man einfach nicht weiß, wie viel gerade los ist in PvP. So, erstmal allgemeine Themen jetzt noch zum PvP. Ins PvP-Gebiet hier auf Cyrodiil könnt ihr eintreten, wenn ihr Stufe 10 erreicht habt mit eurem Charakter. Dann geht ihr nämlich hier in das Menü. Und da findet ihr den Punkt Kampagnen. Und das sind die PvP-Kampagnen. Ab Stufe 10 könnt ihr euch da eine auswählen. Es gibt einmal die Heimkampagne. Das ist bei mir Frostreißer. In der Heimkampagne könnt ihr hier im Kaisertum, da hat nämlich jede Kampagne ihre eigene Rangliste, wo ihr aufsteigen könnt, indem ihr einfach im PvP Punkte sammelt, könnt ihr diese Rangliste hinaufsteigen. Das könnt ihr in eurer Heimkampagne, wenn ihr euch da eine auswählt. Ich bin jetzt hier zum Beispiel Rang 37, weil ich einfach nicht jeden Tag tagtäglich hier im PvP rumhänge, weil ich halt nur so viel leveln muss. Deswegen hänge ich hier gerade mit meinem Charakter auf der Ranglistenplatz 37. Ja, aber dann könnt ihr hier halt Punkte sammeln und steigt in eurer Kampagne. Das ist bei mir jetzt Frostreißer. Da steigt ihr dann auf. Ihr könnt aber auch noch eine Gastkampagne wählen. Gastkampagnen. Dort könnt ihr selbst nicht in eine Rangliste steigen, weil ihr da ja nur zu Gast seid. Ihr verdient aber Allianzpunkte. Allianzpunkte seht ihr oben, da habe ich 183.000. Von diesen Allianzpunkten könnt ihr euch zum Beispiel im PvP bei Händlern verschiedene Sachen kaufen. Ausrüstungsgegenstände, Set-Items oder Belagerungswaffen und so weiter. Tränke könnt ihr dafür kaufen. Alles, was rund ums PvP damit zu tun hat, könnt ihr euch mit Allianzpunkte kaufen. Also wie gesagt, in einer Gastkampagne könnt ihr auch diese Allianzpunkte verdienen, aber ihr könnt halt in der Rangliste nicht aufsteigen. Das geht nur bei euch in der Heimkampagne, wenn ihr die spielt. Da solltet ihr euch halt
wenn ihr mit Freunden zusammenspielt oder mit einer Gilde, solltet ihr euch ein bisschen absprechen, wo da die meisten Leute unterwegs sind. Und dann wählt euch halt eine Kampagne aus, wo ihr zusammen drauf spielen möchtet. Und die wählt ihr dann als Heimkampagne. Und dort könnt ihr dann ja in der Rangliste aufsteigen und so weiter. So funktioniert denn das. Ab Stufe 10 könnt ihr da mit eurem Charakter reingehen ins PvP. Ja, und wenn ihr dann drin seid, dann wählt ihr ja auch hier einfach bei Kampagne, da wählt ihr dann hier Kampagne beitreten dann einfach und dann kommt eine kleine Ladebild und dann befindet ihr euch genau wie ich hier an dem jeweiligen Tor von eurer Fraktion. Wie gesagt, ich bin im Alt-Miri-Dominion, wir fangen hier unten an, wir sind die Gelben. Der Ebenherzpakt, das sind die Roten, die fangen hier oben an. Da haben wir hier das Nordtor und das Südtor des Ebenherzpaktes. Da sind die Startgebiete für den Ebenherz. Und das Dolchsturzbündnis, das befindet sich hier, das Nordtor und das Südtor des Dolchsturzbündnisses. Und so breiten sich dann die ganzen Allianzen hier so im PvP-Gebiet aus und versuchen hier diese Burgen einzunehmen und so weiter. Ja, man sieht halt, das Alt-Miri-Dominion, wo ich spiele, wir waren sehr, sehr fleißig und haben hier wirklich alles eingenommen. Und jetzt sind die Gegner halt da dran, sich das wieder zurückzuholen. Und da muss man halt immer drauf warten. Und wenn halt von den Gegnern gerade nicht so viele da sind, dann ändert sich hier halt gerade nicht viel wirklich. Und man muss halt immer schauen, wo ist was los. Und ja, meistens findet man hier vor dem Toren ein paar Gegner, die dann hier aus ihrem Gebiet raus können. Man kann nicht direkt bis hier hinten rein, das geht nicht. Das ist geschützt durch NPC-Wachen und so weiter. Aber ja, da muss man dann halt erstmal schauen, wo sich die Gegner befinden. Und deswegen kann so eine PvP-Sitzung, wenn man mal reingeht, auch mal 3-4 Stunden dauern. Und das kann man nicht alles aufnehmen. Das heißt, man lässt sein Aufnahmegerät laufen. Und dann schneidet man das zu einem actionreichen Video zusammen mit ein bisschen Musik. Das macht man schon seit Jahren so bei PvP-Videos zu MMO-Spielen. Das hat man auch früher schon gemacht in Dark Age of Camelot, was ich gespielt habe. WoW-Videos hat man selbst so gemacht, wenn man da PvP gezeigt hat, auf einem PvP-Server zum Beispiel. Dann hat man auch immer die Kämpfe so zusammengeschnitten und gezeigt mit Musik. Und deswegen gibt es die Videos jetzt hier zu Elder Scrolls Online im PvP bei mir auf meinem Kanal genauso. Das ist halt die Tradition sozusagen. Live kommentiert ist halt immer eine Sache, weil wenn ich jetzt irgendwie 30 Minuten hier rumlaufe und in den 30 Minuten gar keinen Gegner finde, dann ja, wer guckt sich das dann an, wenn ich 30 Minuten durchs PvP laufe? Es ist zwar live, aber es passiert halt nichts. So, und dann teleportiere ich mich jetzt hier mal mit dem Transitsystem. Ihr seht die ganzen Verbindungen hier zwischen den Türmen. Und die ganzen grünen Verbindungen sagen mir, dass ich zwischen den Türmen hin und her reisen kann. Überall, wo so eine Verbindung ist, kann ich mich teleportieren. Deswegen ist es sehr vorteilhaft, wenn eine Allianz so viele Türme hat, weil wir einfach überall hin teleportieren können. Ich gehe jetzt hier hin und reise dorthin zur Burg Arius. Und werde mich dann mal auf den Weg machen zum Tor vom Ebenherzpakt und schau mal, ob ich da vielleicht einen Gegner finde. Aber ihr könnt dann mal sehen, wie diese Ausmaße von diesem PvP-Gebiet überhaupt, wie riesig das Ganze hier ist. Es gab ja auch schon verschiedene Szenen auf meinem Kanal in den PvP-Videos, wo es dann große Schlachten gab mit Belagerungswaffen und so, hat man da alles schon gesehen. Wenn man hier so einen Keep angreift, da wird es auch noch viel mehr geben, weil ja, ich werde halt öfters PvP spielen. Ich spiele es sehr, sehr, sehr gerne und ja, im Moment bin ich halt noch gerade dabei, meine Nachtklinge so stark zu leveln und so weiter. So, ich setze mir jetzt hier eine Markierung. Dort will ich hin zum Tor von Gartok. Da kommen die oft immer Spieler durch vom Ebenherzpakt, die dann hier sich in der Welt ausbreiten wollen. So, ich bin jetzt hier. Ihr könnt also mal sehen, wie groß diese Gebiete sind. Ihr guckt euch das hier mal an, wie groß die Karte im Allgemeinen ist. Und ich reite jetzt nun mal von hier nach da und lasse das jetzt mal live durchlaufen, damit ihr das mal live sehen könnt. Warum, dass ich, wie gesagt, live aufzeichnen in PvP immer eine schwierige Sache ist in Elder Scrolls und man da lieber diese zusammengeschnittenen PvP-Videos zeigt, damit ihr auch die Kämpfe und Action zu sehen bekommt. Und nicht so viel rumgereite und so weiter. Hier haben wir zum Beispiel
eine Mine, die kann man auch einnehmen. Da sieht man auch die Flagge dran von unserem alten Miri-Dominion, das wir die auch gerade haben und so weiter. Und die Welt ist halt sehr, sehr groß und allein das PvP-Gebiet hier ist so riesig. Würde ich hier das ganze Ding einmal umrunden wollen, würde ich, glaube ich, schon eine Stunde oder über eine Stunde unterwegs sein. Nur allein das PvP-Gebiet. Und zum Beispiel am Wochenende oder so, wenn richtig viel los ist, dann sind hier auch richtig, richtig viele Spieler unterwegs und es kommt zu richtig vielen Schlachten und so weiter. Es passen hier ja, ich glaube, 300 oder 600 Spieler pro Fraktion passen hier drauf auf die Map. Dann ist es voll. Dann muss man eine Wartezeit in Anspruch nehmen. Aber diese Hunderte von Spielern, das sind dann, wenn alle da sind, über Tausende von Spielern, die hier gleichzeitig in dem PvP-Gebiet unterwegs sein können. Und da gibt es schon richtig viel Action. Allerdings ist es halt wie immer so tageszeitabhängig und auch tagesabhängig, wann hier richtig viel los ist. Zum Beispiel in der Woche nachts werdet ihr hier wenig Leute antreffen, weil ja man ja noch arbeiten muss und so weiter. Das sind ja alles Privatpersonen, deswegen sind da dann immer nur weniger unterwegs. Aber so wie Sonntagnachmittag jetzt oder sowas, da kann man schon einige Leute antreffen. Und ihr seht, wie lange ich hier reiten muss. Das ist jetzt gar nicht so die große Distanz von der Einburg jetzt hier hinten zum Tor. Das zeigt halt mal die Ausmaße dieser Welt. Und ich wollte gerne halt dieses Video hier aufnehmen, um euch das mal zu zeigen, weil ich halt, wie gesagt, immer die ganzen Fragen bekommen habe. Wie funktioniert das da eigentlich im PvP? Warum machst du das? Warum schneidest du deine Videos so und so weiter? Ja, das könnt ihr hier alles sehen, warum ich das so mache. Ich bin jetzt hier bestimmt schon einige Minuten unterwegs, nur am Reiten, bis ich dorthin komme, wo sich die Gegner aufhalten. Aber ich bin schon dicht dran. Da haben wir auch schon wieder eine andere Burg. Die kann man auch einnehmen. Aber Burg Faragut. Aber die gehört halt auch im Moment uns. Sieht man oben auf dem Kompass. Sie ist gelb. Gehört alles uns. So, und da vorne haben wir jetzt das Tor Gartok. Und hier muss ich jetzt auch schon wieder aufpassen, dass ich nicht gesehen werde von feindlichen Spielern. Deswegen gehe ich jetzt hier in den Tarnmodus, weil ich ja eine Nachtlinge bin. Aber sich schleichend fortbewegen kann wirklich jede Klasse in diesem Spiel. So, und hier befindet sich das gegnerische Tor. So, und ich bin jetzt, habt ihr gesehen, von hier, von Arius bis hier gerade geritten. Habt ihr gesehen, wie lange der Weg ist? Nur alleine von hier bis hier. Und dann schaut euch mal die ganze Map an. Würde ich von hier hinten anfangen, hier rüber zu reiten, dann wäre das Video viel, viel, viel zu lange. So, und jetzt bin ich halt hier angekommen. Hier sind auch schon andere Spieler unterwegs, seht ihr. Die lauern hier auch schon getarnt, dass hier aus dem Tor vielleicht mal gegnerische Spieler vorbeikommen. Da oben steht auch schon einer. Das seht ihr an der Markierung, die er auf dem Kopf hat. Rot sind halt die Ebenherzspieler. Und die haben halt auch das rote Wappen über dem Kopf. Und dann wisst ihr, das ist ein gegnerischer Spieler. Ein richtiger, echter Spieler. So, ich versuche jetzt mal durchs Tor durchzulaufen, weil auf der anderen Seite fühle ich mich wohler. So, und hier mache ich mich jetzt schon wieder unsichtbar. So, die Spieler haben mich nicht gesehen. Die Wachen, die schießen halt auf einen, weil das ist halt ein gegnerisches Tor. Und die möchten halt nicht so gerne, dass man in deren Territorium rumläuft. So, und da befindet sich auch noch ein Spieler am Schleichen. Gehört aber auch zu meiner Fraktion. Die, ja. Das ist halt, wenn wir alle Burgen haben, dann können die Gegner halt sich nur hier hinten aufhalten. Und deswegen versammeln sich hier halt viele Spieler. Da oben sieht man einen Gegner. Den könnte ich jetzt hier zum Beispiel mal markieren. Einfach mal anschießen. So, aber da wir der andere da auch noch mit draufgehauen haben, stirbt er dann halt so schnell. Und das wäre jetzt auch zum Beispiel keine Szene gewesen, die ich für ein Video verwendet habe, hätte. Weil da würde ich schon lieber gerne immer so die 1 gegen 1 Kämpfe oder 1 gegen 2, wo ich wirklich alleine mit dem Gegner beschäftigt bin. Wenn man zu viert oder zu dritt auf einen einhaut, dann finde ich das nicht besonders interessant, darüber ein Video zu machen.
Ich hoffe, ihr findet das Video trotzdem ein bisschen interessant, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Solltet ihr euch mit dem Spiel, wie gesagt, nicht so gut auskennen oder es nicht selber spielen, dann kriegt ihr hier vielleicht einen kleinen Einblick, wie das Ganze so aufgebaut ist im PvP. Besonders jetzt die Zuschauer, die bei mir nur Destiny gewohnt sind, sozusagen. So, ich befinde mich jetzt hier direkt sozusagen beim Ebenherz vor der Haustür hier oben. Zum Beispiel in dem Livestream-Video, was ich gestern gezeigt habe, da war ich auch genau hier an dieser Position und dann sind die Gegner hier immer direkt vorne hier über diese Brücke gekommen. Da kommt auch schon wieder einer angeritten. Vielleicht kriege ich den ja. Ich werde es mal versuchen. Und werde ihn mir schnappen. Es ist auch auf jeden Fall ein Ebenherzspieler. Oh, es sind mehrere. Dann nehme ich mir lieber den hinteren. Immer den hinteren nehmen, weil der andere, der dreht sich dann meistens schon gar nicht mehr um. Außer die sind in der Voice Party. So, den habe ich auch ausgeschaltet. Da kommt der nächste. Ich habe jetzt schon wenig Ausdauer. Den könnte ich aber noch kriegen. Und den habe ich auch gemacht. So habe ich sie sogar beide erwischt. Tötet feindliche Spieler 15 von 20. Und das ist jetzt hier sogar live gewesen. Da kriegt ihr hier sogar in dem Video doch nochmal Live-Kämpfe zu sehen. War nicht geplant. Ich wollte euch einfach nur zeigen, wie das ganze PvP aufgebaut ist. Aber wenn ihr hier selbst sogar noch Kämpfe zu sehen bekommt, dann ist das doch gar nicht so schlecht. Da kommt der nächste. Vielleicht kriege ich den auch noch. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Jo, den habe ich auch noch erwischt. Mensch, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das doch so gut läuft gerade hier, dass ich so ein Glück habe und die Gegner hier ein nacheinander angelaufen kommen. Einmal drei Spieler ausgeschaltet. Ja, aber wie gesagt, das gibt euch vielleicht einen kleinen Einblick. Ich schaue mal auf meine Uhr, wie lange das Video schon läuft. 17 Minuten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das einigermaßen interessant findet. Der kippt um. Mensch, da könnte ich ja eigentlich hier gleich sitzen bleiben und noch meinen Beutezug hier fertig machen, sozusagen. Meine Quest 20 Spieler ausschalten. Da könnt ihr euch immer in eurer Hauptbasis im PvP so eine Aufgaben holen. Mal müsst ihr 20 Zauberer töten, mal 20 gegnerische Nachtklingen. Bei mir sind jetzt einfach nur 20 Gegner. Na gut, Leute. Ich werde hier ein bisschen weitermachen noch. Das Video geht sonst zu lang, wenn es hier nur ein paar PvP-Informationen sein sollten. Stelle ich mich erstmal hier hinten hin und mache die Aufnahme erstmal aus. Oh, was für ein Versteck hier! Getarnt in der Spalte! Da wird mich nie einer finden. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dieses Video hilfreich fandet. Falls ihr es selber spielt, dann das Spiel dann wahrscheinlich nicht. Dann kennt ihr das wahrscheinlich alles schon. Aber ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.